Schön, hier zu sein und auch in dieser tollen Atmosphäre. Ich bin noch ganz überrascht über dieses Setting. Ich finde das toll, dass ich von beiden Seiten angeguckt werde und ich Sie von beiden Seiten angucken kann. Ich möchte, bevor ich in das Thema einsteige, kurz Sie kennenlernen, aber jetzt nicht persönlich, sondern mehr von dem, was Sie schon kennen. Wer war von Ihnen schon mit einer Fabrik? Der möge die Hand heben. Egal welche Fabrik, okay? Wer war schon mal von Ihnen auf der Hannover-Messe? Wer war von Ihnen schon mal auf der CeBIT? Wer hat ein Smartphone? Okay, gut. Also, Safety and Security im Bereich Industrie 4.0, das möchte ich Ihnen erläutern. Das ist ein relativ komplexes Thema, deswegen führe ich Sie ein, indem ich Ihnen erstmal erkläre, was ist Digitalisierung der Wirtschaft, warum beschäftigen wir uns damit. Dann gebe ich Ihnen einen Überblick, was ist Industrie 4.0, wie wirkt das, dann was machen wir bei Industrie 4.0 in der Initiative und dann gehe ich auf das Thema Security and Safety ein, einmal aus Sicht der Normungslandschaft und einmal an einem Beispiel der Firma Siemens. So, Digitalisierung der Wirtschaft. Lange haben wir gelebt in einer analogen Wirtschaft und das hat gut funktioniert und da sind wir gerade in Deutschland Exportweltmeister und sind sehr erfolgreich. Europa ist erfolgreich, die ganze Welt ist sehr, sehr engagiert im Wirtschaftlichen, in der Produktion von Dingen. Was haben wir da mit Digitalisierung zu tun? Könnte man sagen, ach, das sitzen wir aus, das macht nichts. Ich möchte Ihnen aber klar machen, das ist etwas, was jeden angeht. Digitalisierung betrifft uns alle. Und warum ist das so? Das hat einen technischen Grund. In der analogen Welt, wenn in China irgendwas passiert, dann interessiert das vielleicht die lokale Umgebung in China, aber in Europa oder in Amerika oder in Afrika interessiert das keinen. Und es kriegt auch keiner mit, wenn es nicht in die Zeitung geschrieben wird oder ein Telegramm geschickt wird und das an gewisse Empfängerkreise adressiert wird. Das ist die analoge Welt. Was ist jetzt die digitale Welt? Da ist die Veränderung gekommen durchs Internet. Was ist das Internet? Das Internet ist ein, kann man sich vorstellen, wie ein Fischernetz, was um die Erde spannt. Und das Fischernetz hat Knoten, das sind Server, das sind Computer. Und es gibt diese Fäden zwischen den Knoten, das sind Leitungen. Die können sein in Kupfer, die können in Glasfaser sein, das können Funkstrecken sein, das können Tiefseekabel sein, das können Satellitenstrecken sein, wie auch immer. Verbindungen zwischen den Servern. Und da werden Informationen drüber geschoben. Und der Unterschied zur analogen Welt ist der, dass das Internet lokal gleich global, global gleich lokal. Wenn Sie in einem Internetknoten irgendeine Information einphasen, ist die sofort mit einem Zeitversatz der Lichtgeschwindigkeit, der Übertragungsgeschwindigkeit der Signale an einem anderen Ort überall in diesem Netzwerk verfügbar. Ob Sie die Information nutzen wollen oder nicht, sei dahingestellt, aber sie ist da. Und das eben gleich global. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen der analogen Welt und des, was wir digitale Welt nennen, dass das nämlich eine Voraussetzung ist, die da ist und die wir nutzen können. Und dass wir sie jeden Tag nutzen im Consumer-Bereich, das wissen wir an einem Smartphone. Sie haben alle ein Smartphone, wie ich gelernt habe. Und jetzt ist die Frage, und deswegen steht der erste Punkt, Digitalisierung der Wirtschaft, hat das was mit uns zu tun in der Wirtschaft, in der Produktion, in der Fertigung, in den Fabriken? Da kann ich Ihnen sagen, ja, das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Das Bild kennen Sie schon, das ist nämlich Internet der Dinge. Man schließt jetzt die Maschinen und Dinge ans Internet. Manche nennen das cyberphysische Systeme. Cyber steht für Anschluss ans Internet und physische Systeme ist klar, das sind Dinge, Maschinen. Und das können Sie tun in der Industrie 4.0-Welt, also auf Fabriken und Anlagen, in der Energiewirtschaft, in der Mobilität, in der Gesundheitswesen, bei Wohnen, Gebäuden und so weiter. Sie können es auch in anderen Disziplinen noch anwenden. Das sind mal die von AKTEC genannten Applikationsfelder. Und das heißt, wir verbinden jetzt alles mit dem Internet. Und dann haben wir ein Internet of Things. Und dann kommt aber etwas, und das ist das Neue. Wir bauen eine Digitalökonomie auf, die jetzt nicht darin besteht, dass wir analoge Wertschöpfungsketten haben, die wir ja schon haben, sondern dass wir noch zusätzliche digitale Wertschöpfungsketten einführen durch sogenannte Smart Services, also Mehrwertdienste basierend auf Daten. Eine Datenökonomie, ganz neue Wertschöpfung und das nennen wir Internet of Services. Und jetzt möchte ich Ihnen am Beispiel Industrie 4.0 mal erklären, was das denn konkret heißt. Die auf der Hannover-Messe waren, kennen die Produkte der Hannover-Messe. Das nennen wir Shopfloor-Technik. Das sind die Maschinendinge, die auf dem Boden stehen, die irgendwas machen. Und dann haben wir etwas auf dem
Office Floor, da sind die Planer, Strategen, die Menschen, die mehr im Anzug stehen und eher theoretisch oder strategisch arbeiten. Und die Welt von dem Office Floor ist die Welt, die im CeBIT, auf der CeBIT sichtbar ist. Da sehen Sie Produkte, Server, Router, Telekommunikationstechnik, das ist die sogenannte ICT-Industrie. IT-Industrie und Kommunikationstechnik-Industrie. Und unten ist die klassische Elektroindustrie und der Maschinen- und Anlagenbau. So, und Industrie 4.0 in einem Satz gesagt ist, indem Sie jetzt eine Verzahnung oder Vernetzung oder Verschmelzung dieser beiden Welten, Shopfloor-Technik und Office-Floor-Technik, durchführen. Und das hat auch damit zu tun, dass dann die Produkte, die auf den beiden Messen vorgestellt werden, auch zusammenwachsen. Vor 3 Jahren konnten Sie auf der Hannover-Messe noch quasi keine CeBIT-Firmen sehen und auf der CeBIT noch keine Hannover-Messen-Firmen. Wenn Sie heute auf die Messe gehen, auch jetzt gerade im April auf der Hannover-Messe waren, dann haben Sie gesehen, dann waren ganz viele Firmen aus dem Office-Floor, die auch auf der CeBIT ausstellen, auf der Hannover-Messe. Wenn Sie die Halle 7, 8 und 9 gesehen haben, dann konnten Sie es ganz deutlich sehen. Und dann konnten Sie eben in der Halle 7 eben Microsoft, SAP und IBM und so weiter sehen. So, und jetzt, warum haben wir da mit Normung zu tun? Sie sehen rechts eine Branchenauflistung, grob von links Prozessindustrie bis rechts diskrete Industrie, in der Mitte ist die Hybridindustrie. Und was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir diese beiden Welten verzahnen, dann wissen wir ja, dass in dem Shopfloor die Technik branchenspezifisch ausgeprägt ist. Das muss ich Ihnen nicht sagen, Sie sind ja in dieser Standardisierungs- und Normungswelt zu Hause. Das heißt, Sie kennen das, das ist genau unsere Domäne, wo wir eben genau sagen, wie etwas genau zu funktionieren hat, abhängig von der Umgebung, abhängig von der Branche. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man da jetzt diesen Zusammenschluss macht und dass der nicht irgendwie geschieht, sondern dass das orchestriert wird. Und dazu haben wir eine in dem ZVI-Führungskreis Industrie 4.0, eine sogenannte Industrie 4.0-Komponente definiert, die nichts anderes ist, ein Produkt mit einer Verwaltungsschale. Und eine Verwaltungsschale, das sehen Sie auf dem nächsten Bild, ist einfach eine Software-Schicht, die eine Verbindung herstellt zwischen Shopfloor-Technik und Office-Floor-Technik. Man könnte auch sagen Connector. Und da können Sie alles mit anschließen, hier eine Gasturbine oder eine Klemme oder einen Elektromotor oder eine Steuerung oder irgendwas. Und rechts sehen Sie das sogenannte RAMI, das ist ein Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0. Das ist ein Konzept, mit dem man versucht, die Komplexität dessen, was wir da tun, nämlich die Anschluss von Shopfloor und Officefloor, zu beschreiben. Da hat man 3 Dimensionen, einmal den Lifecycle, Produktentwicklung, Produktion, Service. Dann hat man die Dimension, dass man vom Produkt bis zur Fabrik geht und dieser Connected World, wo man auf einmal Autos mit Fabriken und mit Gebäuden und mit Menschen verschließt, also sprich Internet der Dinge, Internet der Services. Und dann haben Sie in der Dimension der Layers die Art und Weise, wie man die Daten sortiert und strukturiert, um eine Verbindung zwischen 2 Knotenpunkten im Internet zu verbinden. Und das sehen Sie im nächsten Bild etwas deutlicher. Da sind die sogenannten OSI-Schichten nach dem OSI-7-Modell aufgeführt. Und das ist mir ein ganz wichtiges Bild. Sie sehen unten die unterste Schicht, da ist Kabel oder kabellos. Also ob Sie ein Kupferkabel haben oder ein LAN-Kabel oder eine Wireless-LAN-Strecke, das ist da unten gemeint. Und dann gibt es Daten, wie man die Dinge dann verbindet, das ist der Datenlink. Da machen Sie entweder eine Ethernet-Verbindung oder Wi-Fi oder GSM oder 4G, wie wir das jetzt im Smartphone haben. Und dann kommt die Generation 5G, dann wird das eben mit 5G gemacht. Und dann sehen Sie Level 4 und 3, das ist dann TCP/IP, das ist die Art, wie man an die Knoten rangeht. Und dann kommt die Welt, wo man dann sagt, was sind denn die Daten? Das ist also ein Bit, ein Byte, das kann man transportieren, aber dann ist die Frage, wir wollen ja die Umgebung noch transportieren. Das ist zum Beispiel eine Temperaturinformation, 17,4 Grad Celsius, dann muss man sagen 17,4 Grad, dann muss man sagen, dass es um eine Temperatur geht, dann muss man sagen, dass es eine Einheit hat, Grad Celsius. Und das verpackt man in den Schichten 5, 6, 7. Und dazu haben wir jetzt in der Industrie 4.0-Initiative die OPCUA-Format identifiziert als ein mögliches, was wir in Richtung Standardisierung geben. So, diese Welt probieren wir gerade aus an einem Open-AAS-Projekt, was nichts anderes ist, wo wir das mal technisch ausprobieren an einem Demonstrator. Und die Welt wird dann nachher so aussehen, dass alle Dinge verbunden sind und dann sozusagen die Kommunikation über die Verwaltungsschalen passiert. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, was hat das für Auswirkungen? Einmal 3 Stück, das ist einmal die Digitalisierung der Wertschöpfungskette selbst, das ist die Smart Factory und für die diskrete Industrie oder die Smart Plant für die Prozessindustrie. Zur Präzision, der Deutsche unterscheidet nicht zwischen einer Elektronikfabrik oder einer Automobilfabrik und einer Chemiefabrik. Wir sagen nur Fabrik dazu. Der Engländer oder Amerikaner ist präziser, der sagt
Factory, wenn es um diskrete Industrie geht, und Plant, wenn es um eine Prozessindustrieanlage geht. Das sind zwei völlig verschiedene Welten, das wissen wir. Aber das ist auch gut, wenn man das in der Sprache sagt. Deswegen verwenden wir auch die Begriffe im Englischen Smart Factory und Smart Plant. Das Wort Smart deutet an, dass es digitalisiert ist. Dann haben wir die Digitalisierung der Produkte. Das ist die Denke, dass man ein Produkt im Analogen simuliert durch ein Simulationsprogramm und ihm sozusagen einen digitalen Schatten, einen digitalen Zwilling gibt und damit das Produkt smart macht und dass das Produkt sozusagen sich selbst auch repräsentieren kann im virtuellen Raum. Und das ist etwas, was wir schon tun, das kann man auf der Messe sehen, wo wir, ich sag mal, in Deutschland, Europa etwas geschwächt sind oder schwach sind im Gegensatz zu den Amerikanern, ist das nächste Thema Smart Services. Wenn Sie ein Taxi bestellen und das über so ein Smartphone machen, dann wissen Sie, das ist ein Smart Service, ist eine App. App ist eine kleine Software, die im Internet läuft und sozusagen einen Dienst, einen Datendienst, einen Datenmehrwertdienst bietet. Und der hilft Ihnen dann, ein Taxi zu kriegen. Sie können auch am Telefon das machen, klassisch, so über die Taxizentrale. Die Uber ist eine kleine Software-Company, die in San Francisco gegründet worden ist. Das war ein Startup von 12, 13 Leuten. Die haben keinen Menschen auf der Welt gefragt, schon gar nicht die Taxizentralen und die Gewerkschaften und die Verbände der Taxizentralen in Deutschland, ob die damit einverstanden sind, dass sie jetzt eine Smart-App, eine Uber-App anbieten. Und das mussten sie auch nicht, weil das Internet ist frei, lokal gleich global. Die App in San Francisco läuft genauso wie in Deutschland. Und nur das Personenbeförderungsgesetz hat dazu geführt, dass das jetzt nicht hier anwendbar sind. Aber um das dann story zu sagen, die Industrie hat kein Personenbeförderungsgesetz als Schutzschild. Das gibt's nicht. Und jetzt ist die Frage, was heißt das denn für uns? Und letztendlich ist die Frage, Office Floor ist diese Technik, Shop Floor sind die Maschinen. Kann ich mit dem Ding auf eine Maschine gehen? Ja. Können Sie sogar schon auf der Hannover Messe bei Siemens gesehen haben, wenn Sie wollen, mit einer App auf dem Smartphone in die Simatik rein. Aber das können wir. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das so machen, dass das für alle Maschinen gleich ist, dass also eine Maschine von ein Produkt von Siemens mit einem Produkt von Phoenix Contact oder mit einem Produkt von Perpel und Fuchs zusammen agiert. Das ist die Frage. Und das ist das, worüber wir reden, wenn wir über Standardisierung reden. Und jetzt möchte ich Ihnen in Smart Services mal ein konkretes Beispiel geben an den Demonstrator. Und dieser Demonstrator ist eine Fashion-Apfelanlage. Sie sehen unten Multicarrier-System von der Firma Festo. Die fahren da so rum auf einer schönen Strecke. Gesteuert wird das und geregelt von Siemens-Technik. Und oben ist eine Simulation auf dem Bildschirm, die sozusagen die Flaschenapfelanlage virtuell darstellt, weil man das auf der Messe nicht in real machen konnte. Und Sie sehen rechts die Struktur dieses Systems. Das hat dann eine Fertigungszelle mit Befüllstation, Verschließstation, Beschriften, Transport und Wagen, 18 Stück und 15 Antriebe. So. Da geben wir jetzt jedes Mal eine Verwaltungsschale drauf. Dann kommt die Frage, ich möchte einen Service machen. Der Betreiber dieser Anlage sagt, okay, ich möchte die Verfügbarkeit erhöhen. Das muss ich machen, indem ich die Ausfälle minimiere. Also muss ich messen, wie die Wagen fahren, mache ich also einen Sensor drauf und mache also eine kleine Analyse, was die Sensoren messen, damit, wenn die Wagen irgendwie rappeln oder irgendwie Schwierigkeiten machen, dass man das dann mitkriegt. Das machen wir dann, indem wir einen Service einführen, zwischen Condition Monitoring Smart Service. Und dann machen wir das so, dass wir die Verwaltungsschalen von dem Transportsystem ergänzen um Verwaltungsschalen von der Buchse und dem Sensor, den wir anschließen. Und die liefern dann Verwaltungsschalen vom Hersteller des Sensors und von dem Bucket, die das auch anschließbar machen. Und auf einmal kann man einen Datenservice einführen, der sozusagen über Verwaltungsschalen diese ganzen Kommunikationen zwischen den Verwaltungsschalen ausliest und dann Auswerteprogramme machen kann. Und jetzt sehen Sie auf einmal den Vorteil, den charmanten Vorteil dieses Systems. Wir können einen Datendiensthersteller, ob das die Firma ist, der Hersteller der Wagen oder der Hersteller des Sensors oder eine ganz beliebige Start-up-Company, die sich damit beschäftigen will, die kann jetzt über die Verwaltungsschalen einen Datendienst aufbauen, den sie anbieten kann, der mit dem ganzen Zeug zusammenarbeitet und funktioniert. Darum geht's. Um eine standardisierte Schnittstelle in dieser Industrie 4.0-Welt zwischen Shopfloor und Officefloor. So. Und das ist Standardisierung pur und wir haben das jetzt in diesem OpenAS-Projekt eben gemacht am Beispiel OPC-UA-Implementierung. Das ist alles. Das konnte man sich angucken auf der Hannover Messe. Wer das möchte, kann sich das auch noch woanders angucken. In Nürnberg steht das Ding. So, jetzt kommt die Umsetzung. Wir leben in dem Dreieck Plattform Industrie 4.0, die das sozusagen auf Bundesebene oder auf deutscher Ebene orchestriert. Und wir haben gesagt, wir müssen das jetzt umsetzen, indem wir Use Cases machen, das heißt Demonstratoren bauen, wie zum Beispiel diesen Industrie-Demonstrator, aber auch andere Use Cases, die wir ausprobieren an konkreter Hardware und Software. Das machen wir im Labs Network Industrie 4.0.
Und dann haben wir gesagt, wir müssen das auch standardisieren. Und bei der Standardisierung ist die Frage, machen wir es konsortial über Normung konsortial über Konsortien oder machen wir es über vollkonsensbasierte Normung, sprich Normung, was wir hier eben auch bei DKE und DIN machen. Und das wird im Standardization Council orchestriert. Und die Plattform Industrie 4.0 kennen wir, der Führungskreis arbeitet da rein. DIN, DKE sind da große Befürworter und Unterstützer. Der Führungskreis stellt einen Großteil der deutschen Elektroindustrie dar. So, und jetzt sehen Sie hier an dem Bild etwas kompliziert, dass wir unten Kasten haben, links Standardisierungsbemühungen, wenn wir also sozusagen konsortial rangehen, rechts die klassischen Normungsinstitute, DKE, DIN, ETSI, CEN, CENELEC, IEC, ISO, wo wir eben im Grunde genommen die Weichenstellung im SCI, also Standardization Council I4.0, stellen zwischen vollkonsensbasiert auf der rechten Seite und konsortial links. So. Wir sind da operativ dran. Die Folien kriegen Sie als PDF auf der DKE-Homepage. Ich will da nur drüber springen. Wir sind da sehr operativ. Wir gehen an 5G ran, wir gehen an Ontologie ran, wir gehen an Kommunikations-, wir internationalisieren das Ganze. Und jetzt möchte ich auf das Thema Security und Safety angehen. Da ist es ganz wichtig, wir haben eine Anwendungsregel gemacht für dieses Thema Security and Safety. Das hat 4 Teile. Der erste Teil, diese Definition, ist schon raus. Die anderen 3 Teile sind in Arbeit. Und jetzt geht es nochmal am Beispiel Siemens. Was ist das eigentlich, damit man das ein bisschen fühlt? Links ist Safety, der Sanitäterhund. Und rechts ist der Wachhund ist, die sich um Security kümmert. Und so müssen Sie sich das vorstellen. Das sind die Welten. Das sind 2 völlig verschiedene Welten, die aber trotzdem zusammengehören. Und das ist jetzt etwas abstrahiert Folgendes. Wir haben eine Safety-Domäne und eine Security-Domäne. Und das hat unterschiedliche Anforderungen. Also einmal hat es mit Verletzung von Menschen und umwelttechnischen Anforderungen zu tun. Und rechts bei Security geht es um Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit, also mehr businessorientierte Dinge. Links ist es, will man transparent sein, da soll man transparent sein. Rechts möchte man vertraulich sein, weil das Firmengeheimnisse sind. Links ist es eher ein statisches Umfeld, das darf sich nicht verändern. Und rechts ist es ein dynamisches Umfeld. Denken wir nun mal an die ganzen Internetangriffe von Hackern. Und deswegen haben wir auch noch andere Motivationen. Im Security-Umfeld haben wir kriminelle Motivationen und auch Manipulationsversuche. Und links sind es eher, dass man versucht, einen Missbrauch sozusagen vorhersehbar zu machen und damit unmöglich zu machen. Darum geht es. 2 völlig verschiedene Welten. Das heißt, es geht darum, wie implementieren wir das? Und Siemens macht das ganz einfach. Es ist nicht einfach, aber wir versuchen das einfach zu machen, indem wir sagen, wir machen eine Safety-Risiko-Analyse und wir machen eine Risk-Analyse für die Security und wir bringen die Safety-Anforderung in die Security rein und machen also sozusagen eine Safety-Implementierung, eine Security-Implementierung. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, ich zeige es Ihnen an einem Beispiel, dann wird es anschaulicher. Wir als Hersteller von solchen Automatisierungskomponenten wie unten zum Beispiel eine Simatic oder eine Synemix, das ist der Hersteller der Produkte, die eingebaut werden in Anlagen von einer Fertigungsanlage, einer Prozessanlage, wo auch immer. Und dann geht es darum, dass dann der Systemintegrator das tut, nicht Siemens tut das, sondern das tut ein Systemintegrator für den Kunden, der nachher die Anlage betreibt, der sogenannte Operator. Und Sie sehen, das sind 3 verschiedene Rollen, Betreiber, Integrator und Hersteller der Produkte. Und alle 3 sind in diesem Konzert zu sehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man versteht, das ist komplex. Und da gibt es aber auch schon Hilfsmittel. Wir haben eine Norm IEC 64243 und manche sagen 62443, wie auch immer. Das ist die Norm, die ist schon auf internationalem Level und die gibt Hilfe. Und wenn Sie das Ding sehen, das ist ein relativ dickes Pamphlet, dann ist es so, dass wir die Kapitel, die rechts ausgeführt sind, 2.1, 2.3, 2.4 und so weiter, die sind aufgeführt. Mit denen beschäftigen wir uns in der Firma Siemens konkreter, detaillierter, um das für unsere Kundenlandschaften zu tun. Und was wir jetzt nicht nur als Siemens, sondern auch als DKE und als DIN und in der Standardization Council Industrie 4.0 machen. Wir propagieren die IEC 64443 als die Security-Norm, die man anzuwenden hat, wenn man Industrie 4.0 Applikationen entwickelt und machen will. Das ist die klare Empfehlung und am Beispiel Siemens kann ich Ihnen sagen, dass wir es schon tun. So, und das heißt, abschließend möchte ich sagen, wir haben im Grunde genommen dann 3 Aspekte zu betrachten und das muss man sich immer klar machen. Wir haben
immer eine Betrachtung der gesamten Fabrik, also Plant Security. Dann haben wir eine Sicherheit reinzubringen in dem Netzwerk, was in der Fabrik ist. Und wir haben natürlich auch eine Systemintegrität zum Tun, dass man also auch immer weiß, dass der, der sich da einwählt, auch der ist, der es sein soll. Und nicht, dass es sich jemand anders ist, der nur vorgibt, das sein zu wollen. Und das ist nicht ganz einfach, aber da gibt es Hilfsmittel. Und da helfen wir auch mit unseren Normen. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft zuzuhören und diesem spannenden Thema zuzuhören und bin auch noch offen für Fragen, wenn das möglich ist. Vielen Dank.